Mehr als 5 Millionen Türken leben und arbeiten in der Europäischen Union. Unsere Unternehmen profitieren ja von der Zollunion und Europa sollte immer offen sein und wir hoffen auch, dass wir das weiter in unseren Beitrittsverhandlungen fortsetzen werden. Hinsichtlich der Flüchtlingskrise haben wir vor einigen Wochen beschlossen, unsere Kontakte zu intensivieren. Und wir treffen uns nun schon zum zweiten Mal, nachdem wir uns bereits in Ankara Anfang September getroffen haben. Ich habe auch Ministerpräsident Davutoğlu in New York letzte Woche getroffen. Und unsere beiden Länder sind sehr engagiert, Gespräche zu führen in den letzten Wochen und Tagen. Die vielen Flüchtlinge in der Türkei und auf der Durchreise durch die Türkei konfrontieren uns mit der Dringlichkeit, diese Problematik zu lösen. Wir haben die finanzielle Unterstützung diskutiert, der Kampf gegen die Schmuggler, die Grenzsicherung und auch die Visaliberalisierung. Die Europäische Union ist bereit, alle Themen der Türkei zu besprechen, sodass wir auch eine mögliche Pufferzone in Nordsyrien diskutiert haben. Die Situation, in der Hunderttausende Menschen über die Türkei in die Europäische Union fliehen, muss beendet werden. Wir können das nicht alleine tun. Wir brauchen hier auch die türkische Seite. Und so werden auch beide Seiten profitieren. Wir brauchen eine Lösung dieser Krise. Und wir müssen natürlich auch unsere Abkommen, die Abkommen auch zur Grenzsicherung oder die Grenzübereinkommen innerhalb der EU respektieren zwischen den verschiedenen Ländern. Wir haben uns geeinigt, dass die Lösung nicht darin bestehen kann, dass Russland sich mit Präsident Assad zusammentut und gemeinsam die Oppositionskräfte bombardiert werden. Wir müssen in diesem Zusammenhang etwas unternehmen. Präsident Erdogan hat mich darüber informiert, dass ein russisches Kriegsflugzeug den türkischen Luftraum verletzt hat. Wir haben unsere Unterstützung noch einmal betont, uns gegenseitig hier zu helfen. Unsere Gespräche werden natürlich noch weitergeführt werden. Heute Abend wird es ein Arbeitsessen geben, bei dem auch Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker teilnehmen wird. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr verehrte Mitglieder der Presse. Ich möchte Sie zu Beginn alle ganz herzlich grüßen. Anlässlich meines Besuchs hier in Belgien auf Einladung von König Philipp bin ich heute hier und hatte eben auch die Gelegenheit, heute ein Treffen mit dem Ratspräsidenten Donald Tusk zu absolvieren. Lassen Sie mich in Ihrer Anwesenheit noch einmal für die Gastfreundschaft und die große Aufmerksamkeit, die mir und meiner Delegation während des Besuchs zuteil geworden ist, danken. Dieser Besuch findet zu einer sehr wichtigen Zeit statt und hat eine ganz besondere Bedeutung in einer Zeit, in der wir viele Probleme in der Region wachsen sehen. Wir möchten unseren Dialog und unsere Beratungen mit der Europäischen Union gerne weiter vertieft sehen. Etraflı görüş alışverişinde bulunmak ve bölgemiz için ortak politikalar geliştirmek her iki tarafın da faydasınadır. Es liegt im Interesse beider Seiten, dass wir umfassende Diskussionen und einen Austausch von Ansichten hier haben, um auch eine gemeinsame Politik für die Region zu entwickeln. Geleceğini Türkiye'den ayrı düşünmek mümkün değildir. Es ist unmöglich, das Schicksal und die Zukunft Europas als getrennt von der Türkei zu betrachten.